Lieben. Heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was keine Fortsetzung ist. Und zwar habe ich gelesen im Januar noch mit Windfire von Lynn Raven. Das ist ja eins von meiner 18 für 18 Liste gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich versuche im ersten halben Jahr jeden Monat zwei Bücher von meiner 18 für 18 Liste zu lesen. Dann brauche ich im zweiten Halbjahr jeden Monat immer nur noch ein Buch lesen. Dann bin ich da vielleicht etwas motivierter. Deswegen habe ich Windfire jetzt im Januar gleich noch mitgelesen. Und ja, in diesem Buch geht es ja um Jazz und Jess wohnt in Las Vegas mit ihrem kleinen Bruder. Ihr kleiner Bruder ist schwer krank und damit Jess halt die Rechnungen alle bezahlen kann, hat sie drei verschiedene Jobs und ja, rennt quasi nur den ganzen Tag von einem Job zum anderen. Dann geht sie nach Hause, schläft kurz und das Ganze geht wieder von vorne los. Kümmert sich, wie gesagt, nebenbei noch um ihren kleinen Bruder, der im Krankenhaus liegt, weil er, wie gesagt, krank ist. Und ja, es ist ein ziemlich anstrengendes Leben. Und eines Tages taucht dann ein Typ bei ihrem Café auf und will einen Anhänger. Diesen Anhänger hat Jess aber allerdings nicht mehr, denn sie musste ihn verkaufen, damit sie halt ein bisschen Geld hatte, um halt über die Runden zu kommen. Und ja, damit geht der ganze Stress quasi los. Das war die eine Seite der Geschichte. Auf der anderen Seite dieser Geschichte haben wir hier Shane. Und Shane kommt gerade von einem Auslandseinsatz wieder nach Hause. Shane ist Fotograf und er fotografiert halt in Krisengebieten und hält das halt alles fest und dokumentiert das und alles. Und ja, er kam jetzt gerade nach Hause, nach Las Vegas und es ist sehr, sehr merkwürdig. Seine ganzen Brüder sind irgendwie alle verschwunden. Sein Vater liegt auf einmal im Krankenhaus, ist kurz vorm Sterben. Und er bekommt einen mysteriösen Anruf, dass er ein bestimmtes Amulett finden soll. Und er hat dafür 48 Stunden Zeit. Und dieses Amulett hat eine gewisse Jessica Delaney. Und so macht sich Shane auf die Suche nach diesem Amulett und versucht natürlich herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und so beginnt die Geschichte von Shane und Jess. Und ja, was sie beiden dann alles dort erleben, was es mit diesem Amulett auf sich hat und warum die Brüder von Shane alle verschwunden sind und warum sein Vater auf einmal krank im Krankenhaus liegt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ja, so viel zum Inhalt. Komme ich als allererstes erstmal zur Handlung. Ja, also dieses Buch fing eigentlich ganz gut an. Man beginnt hier am Anfang der Geschichte aus der Sicht von Shane zu lesen. Wir wechseln dann die Sichtweisen in diesem Buch immer mal zu Shane und dann mal wieder zu Jess. Was ich eigentlich ganz, ganz cool fand, weil man ja so einen guten Einblick auf beide bekommt. Teilweise waren die Wechsel in diesem Buch immer ein bisschen schwierig, weil man hat nicht gleich immer erahnen können, okay, wen lese ich denn jetzt gerade? Lese ich jetzt Shane oder lese ich jetzt Jess? Und ja, ansonsten kann ich zur Handlung auch nur sagen, dass die, wie gesagt, sehr, sehr gut angefangen hat und dann wurde die aber sehr schnell ziemlich unlogisch und ich weiß nicht, also das war dann irgendwie nicht mehr meins. Also ich kann mal so ein Beispiel sagen, am Anfang ist Jess halt total das Arbeitstier und als sie dann auf Shane trifft und er sagt, er braucht das Amulett und er braucht ihre Hilfe, er muss wissen, wo sie das verkauft hat und sie weigert sich ihm zu helfen, nein, ich kann nicht, ich habe einen Bruder, ich muss mich um den kümmern, ich habe drei Jobs, die kann ich nicht verlieren und ja, dann auf einmal, keine Ahnung, 50 Seiten später ist ihr Bruder egal, ihre Jobs sind ihr egal und sie rennt da mit Shane sonst wohin, ohne irgendwie über die Konsequenzen nachzudenken und da habe ich mir so gedacht, so, das macht nicht wirklich Sinn. Und ja, da waren halt noch so einige andere Sachen in dieser Geschichte, die genauso für mich keinen Sinn ergeben haben. Was die Geschichte für mich dann ein bisschen, wie gesagt, naja, zerstört hat. Also die Geschichte hat mir dann einfach irgendwann nicht mehr wirklich so gut gefallen. Also es war okay, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, dass man das unbedingt lesen muss. Es ist eine Djinn-Geschichte und es kommen Hexen noch mit in dieser Geschichte drin vor. Was ich ja vom Ansatz her eigentlich echt cool fand. Aber auch diese ganze Art und Weise, wie das alles erzählt wurde und aufgezeigt wurde, war alles ein bisschen undurchsichtig und war für mich einfach auch kein rundes Bild. Und ja, deswegen kann ich sagen, Handlung war ganz nett, aber hatte ziemlich viele Schwächen meiner Meinung nach und konnte mich da jetzt auch nicht so 100% überzeugen. Was die Charaktere betraf, die waren auch okay. Also mir ging das zwischen Shane und Jess ziemlich auf den Sack, was da so zwischen den beiden lief. Und auch ihre Handlungsweisen konnte ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und auch gerade zum Ende fand ich das alles irgendwie einfach nur merkwürdig. Ihre Reaktion und seine Reaktion und hä? Und dann habe ich so gedacht, verstehe ich jetzt nicht. Und also von den Charakteren her war es auch okay, aber auch nichts, was mich wirklich überzeugen konnte.
Ja, vom Setting her befinden wir uns hier in Las Vegas und später dann noch in Jordanien, glaube ich. Vom Setting her war es okay, also von den Beschreibungen her, der Orte und auch der Szenen fand ich das gut. Ich konnte mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Aber es war halt auch hier so, dass der Schreibstil, ich gehe gleich mal mit über zum Schreibstil, dass der Schreibstil mich nicht so richtig fesseln konnte. Und damit konnte der Schreibstil mich auch nicht so richtig in diese Orte mit reinsaugen. Also ich konnte es mir gut vorstellen, aber es war halt nichts, was mich auch begeistern konnte. Und wie gesagt, der Schreibstil von Lynn Raven ist ja immer so ein bisschen besonders, aber irgendwie... Ich weiß nicht, das war auch ganz nett vom Schreibstil her, aber es war auch teilweise ein bisschen verwirrend und durcheinander für mich. Gerade wo die dann bei diesem einen Typen da mit dem Berg da waren, da habe ich kurzzeitig gedacht, hä? Das ergibt jetzt irgendwie gerade keinen Sinn. Und dann habe ich den Absatz nochmal gelesen und dann dachte ich, ah, okay. Also der Schreibstil war auch ein bisschen undurchsichtig für mich. Und ja, ich kann im Großen und Ganzen nur sagen, dass Wildfire ein Buch war, was okay war, was man jetzt aber nicht zwingend gelesen haben muss, was ich sehr, sehr schade finde, denn ich finde das Cover immer noch richtig schön, aber naja, Wildfire wird definitiv bei mir irgendwie mal wieder mit ausziehen. Ich habe es gelesen, es war okay, aber es ist keine Geschichte, die mich jetzt extrem begeistern konnte. Ich habe ja die Blutbraut damals von Lynn Raven als Hörbuch gehört, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das hier war irgendwie ein bisschen verwirrend für mich. Und wie gesagt, konnte mich jetzt nicht ganz überzeugen, konnte mich jetzt nicht fesseln. Also, nette Geschichte, aber mehr leider auch nicht. Man muss sie nicht gelesen haben, man hatte absolut nichts verpasst. Leider Gottes. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer ganz nette Geschichte, aber nee. Nein, ihr müsst das wirklich nicht lesen. Ja, kommen wir mal zum zweiten Buch, was ich euch noch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses hier, Götterfunke, hasse mich nicht. Das ist der zweite Teil der Götterfunken-Reihe. Und da der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft und ich alle Leute, die den ersten Teil noch nicht gelesen haben und noch lesen möchten, nicht spoilern möchte, bitte ich euch, schaltet jetzt einfach ab und schaut euch das Video später einmal an. Denn wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht ohne Spoiler das erklären und deswegen, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, macht bitte aus. Hasse mich nicht. Hasse mich nicht beginnt quasi direkt am Ende vom ersten Teil. Am Ende vom ersten Teil war es ja so, dass Jess mit gebrochenem Herzen nach Hause fährt und ihren Verrat seitens ihrer Freundin Robin und auch seitens Caden immer noch nicht verkraftet hat. Und ja, sie ist jetzt froh, einfach wieder in ihren Alltag zurückzukommen und wieder Normalität in ihrem Leben zu haben. Und ist dann ziemlich geschockt, als sie Caden und seine Cousine und seinen Cousin Apollo und Athene an der Schule trifft. Und ja, sie kapiert jetzt erstmal irgendwie gerade gar nichts mehr, was die Götter denn da jetzt immer noch von ihr wollen. Und nimmt das Ganze aber so hin. Ihre beste Freundin Robin redet auch nicht mehr mit ihr und verbreitet böse Gerüchte über sie. Und damit kommt Jess am Anfang auch erstmal nicht so ganz zurecht und muss dann auch erstmal gucken, wie sie das jetzt am besten alles verkraften kann. Denn wie gesagt, ihr Herz ist ja immer noch gebrochen aufgrund des Verrats. Und ja, dann taucht ja noch ein neuer Typ auf. Und das sorgt alles für ziemlich viel Chaos in dem Leben von Jess. Und sie versucht immer noch irgendwie damit umzugehen, dass sie ja auch eine Diaphani ist. Also eine von Göttern gesegnet, also ein von Göttern gesegneter Mensch, der spezielle Fähigkeiten hat. Und ja, was Jess alles in diesem Buch erlebt und was mit der Wette zwischen Prometheus und Zeus jetzt nun eigentlich ist, das ist es, worum es im zweiten Teil Hass mich nicht von Götterfunke schlussendlich geht. Ich kann zur Handlung nur sagen, dass die mir auch wieder richtig gut gefallen hat. Götterfunke ist einfach eine kitschige, schmalzige, überzogene Jugendbuch-Liebesgeschichte à la Twilight, aber ich liebe sie. Also ich weiß, dass viele von euch Götterfunken genau aus diesem Grund nicht mochten, weil es einfach eine kitschige, schmalzige, überzogene Teenie-Love-Story ist, aber ich liebe sie. Und ich finde, der Schreibstil von Mara Wolf ist hier so toll. Ich habe dieses Buch echt, ich habe das an einem Samstagnachmittag angefangen und war Sonntagvormittag fertig. Also ich habe dieses Buch wirklich gefressen. Ich habe das angefangen und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Die Geschichte hat mich komplett eingesaugt und es war einfach ganz, ganz tolles Leseerlebnis für mich und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung in diesem Buch auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich war zum Ende hin nur ein bisschen verwirrt wegen dieser Wette und dachte so, hä? Wieso ist das jetzt so? Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Aber gut, das sind halt Sachen, das kann jetzt wieder persönlich mein Empfinden sein, dass ich das da jetzt irgendwie wieder nicht mitgekriegt habe. Aber ja, das war jetzt am Ende hin so das Einzige, was die Handlung betraf, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so,
Hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ende richtig fies und ich bin so gespannt, wie das jetzt hier im dritten Teil weitergeht und was jetzt hier noch mit Prometheus und den Göttern und Jazz alles noch so passiert. Denn das Ende vom zweiten Teil ist echt, da ist richtig die Kacke am Dampfen und alles geht quasi gerade den Bach runter. Und ich habe echt gedacht an der Stelle so, nein, das kannst du so jetzt hier nicht antun. Verdammt, warum ist das jetzt hier vorbei? Und ja, ich bin froh, dass der dritte Teil auch im März erscheint. Den werde ich mir auf jeden Fall dann auch wieder mitholen und gleich noch mitlesen. Denn, wie gesagt, ich fand die Geschichte richtig gut. Es ist eine kitschige, schmeinzige Teenie-Love-Story, aber ich liebe sie. Und ja, die Handlung hat mir auf jeden Fall wieder richtig gut gefallen. Was die Charaktere betraf, fand ich Jazz in diesem Buch richtig toll. Also man hat schon gemerkt, dass sie versucht hat, Caden zu hassen. Und dass sie es aber einfach nicht hinbekommt. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man ist einfach mit 16, ist man einfach noch so in diesen Gefühlsschwankungen auch drin, mit diesem heiß und kalt. Und man versteht halt oftmals auch seine Gefühle einfach nicht. Und das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ja, was ich halt nur bei Jess ein bisschen naiv, sage ich jetzt einfach mal, fand, war die Beziehung zu Robin. Sie hat halt immer wieder versucht, Robin noch irgendwie als Freundin zurückzugewinnen, wo ich mir denke, Mädchen, lass sie einfach. Die hat dich als Freundin nicht mal ansatzweise verdient. Und ich fand es dann so geil, wo diese eine Stelle im Buch kam, wo dann richtig die Kacke am Dampfen war, was Robin betraf. Aber ich fand es so gut. Es hat mir so gut gefallen, dass die jetzt endlich mal dann eine vors Fressbrett gekriegt hat, auf gut Deutsch. Und ja, ansonsten mochte ich die Entwicklung von Jazz in dieser Geschichte auch sehr. Ich fand auch die Nebencharaktere wieder richtig toll. Apollo und Athene sind mir ultra sympathisch. Was Caden betrifft, bin ich aber noch so ein bisschen... Ich kann ihn einerseits verstehen, andererseits denke ich mir aber auch immer wieder, boah, was bist du für ein blödes Arschloch? Und ja, das sieht man aber auch... wenn man so mit diesen Charakteren mitgeht und sich über sie aufregt oder sich für sie freut, dass einem die Charaktere ja schon irgendwie ans Herz wachsen. Und ja, das kann ich auch nur so sagen. Also die Charaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte sie sehr. Ich mochte ihre Eigenheiten sehr. Ich mochte die Entwicklungen der Charaktere in diesem Buch. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns diesmal in der Heimatstadt von Jazz in Monterey Bay. Und was auch wieder cool ist, hier vorne ist auch wieder eine Karte drin, so ein bisschen von der Stadt. Das war ja im ersten Teil auch schon vom Camp. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil man sich dadurch so ein bisschen vorstellen kann, wo die Leute gerade sind und wie so die Dimensionen auch sind, die Abstände. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also vom Setting her fand ich es richtig, richtig gut und mochte ich auf jeden Fall auch wieder sehr. Und was den Schreibstil von Mara Wolf betrifft, hatte ich ja vorhin schon gesagt, man fliegt echt nur so durch die Seiten. Das ist ein schöner, leichter, lockerer Jugendbuchschreibstil. Und es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich kann nur sagen, der Schreibstil ist halt auch witzig erzählt. Der ist ein bisschen abenteuerlich, er ist romantisch und das fand ich einfach gut. Also die Mischung bei diesem Schreibstil stimmt für mich einfach komplett. Und ja, ich mochte dieses Buch einfach, wie den ersten Teil auch schon. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit Jazz und den Göttern im dritten Teil ausgeht. Und ja, freue mich dann schon auf Götterfunke, verliere mich nicht, heißt der dritte. Und ja, bin so happy, wenn ich den dann gelesen habe im März. Mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer dass der zweite Teil von Götterfunke hasst mich nicht. Genau wie der erste total begeistern konnte und ich einfach kitschige, schmeißige Jugendgeschichten total liebe. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ach ja, vielleicht sollte ich euch noch sagen, hier hinten ist ein Plätzchenrezept drinne. Und ich habe mich dann echt, nachdem ich fertig war mit dem Buch, hingestellt und habe diese Plätzchen gebacken. Und die sind so mega lecker. Alter Falter, ich habe schon überlegt, ob ich mich heute noch einmal hinstelle und noch einmal so ein paar Plätzchen backe. Die sind so gut. Also Leute, ich kann euch nur sagen, dieses Plätzchenrezept, was hier hinten drin ist, das sind die Plätzchen, die unsere Protagonistin Jazz auch immer backt. Die sind so gut und die sind so lecker und ich kann euch wirklich jedem, und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der dieses Buch besitzt, guckt euch dieses Plätzchenrezept an und backt diese Plätzchen. Die sind so mega. Nom, 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 nom. Und ja, mehr gibt es jetzt auch an dieser Stelle nicht mehr wirklich zu sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.